So, jetzt hallo. Jetzt reden wir mal über das Management System, aber über das System, was, wo ich meine, der Hauptvorteil liegt in der ganzen Geschichte, um zu sehen, was wir ist. Jay versucht sich gerade mal in die Schale reinzuknallen. Wir reden mit dem E36 hier. Can I sit in it? Yeah, go ahead. Good. They're actually comfortable, aren't they? Yeah. Die Sitze sind halt sehr, sehr krass. Siehst du das hier? Ja. Ne, die halten. Hey, they really. Yeah. They hold you. Yeah. Yeah, you're not going anywhere. No, no, no. Yeah, you want to come inside? Sure. Okay. With this, I can control and I can see whatever I want to see. Correct. Yep. You can see all four corner pressures. Okay. Also, was wir sehen können, wir haben ja den Block gesehen und am Block sind ja alle Eingänge und Ausgänge. Das heißt, wir sehen hier einmal jeden einzelnen Wert an jedem einzelnen Dämpfer. Also, wir haben 44 vorn links, 38, 52, 56 PSI. Und 136 PSI ist im Tank, der hinten im Kofferraum ist. So, what are the options? What can I do with this? So, you can either manually, you know, inflate or deflate each corner, mm-hmm. or you can use, you know, one of, you know, five adjustable preset settings. So this would be, this is normally driving height. Correct. So when I go like this, it should be. So you're already, yep, you're already at 39 and 54. Okay. So we want to air out, for example. We can see our air out preset. We press and hold. Okay, but that's pretty normal. So, are there any special things I can do with it? Right now we're in pressure mode. If we had height sensors on the car, you could actually switch into a height mode and actually have height-based presets. But most people want to do it over pressure, right? Pressure is definitely the easiest to install and set up. So yeah, most people I would say, you know, go with pressure. At some point they may upgrade. So the height does give you better accuracy. If you can imagine pressure, if you were to get several people in the vehicle, now the pressure has gone up, but the vehicle has gone down. Height will always maintain that. The height. Also wir können zwei verschiedene Systeme fahren. Einmal gesteuert über den Druck in den einzelnen Stoßdämpfern. Oder wir können es so fahren, dass wir über jedes einzelne Rad einen Sensor haben. Dieser Sensor steuert die Höhe des Fahrzeuges. Aber was er gerade sagt, ist natürlich der Nachteil, wenn jetzt einfach ganz viele Leute ins Auto einsteigen, steigt der Druck, aber Auto halt geht runter. Über Höhe wird das Auto immer in der richtigen Höhe stehen bleiben. Ne? Das ist halt von Vorteil. Wie sieht denn der aus, wenn er unten ist? Sieht geil aus. Ja? Ja, Mann. Okay. Sieht auch mega lang aus wieder. Das ist ein normaler E36. Ganz normaler E36. Ein Auto kaufst du für 800 Euro. Okay? Ein E36 Coupé. Du machst ein Luftfahrwerk rein und nimmst irgendwelche komischen Räder. Das sind nachgemachte M-Räder in 17 Zoll oder sowas. Und auch, das sieht krass aus. Für meinen Geschmack. Für meinen Geschmack. Okay, so you can lift up now front left if you want to. And rear left. Can you go all the way up? Was hat man schon vorne? There's currently no sway bars on this car, that's why. Ah, don't sway bars at all. I was doing ice racing this winter. Ah, okay. Er hat keine Stabis drin, weil ohne Stabis, deswegen kann er sich auch so raushebeln. Weil der Stabilisator würde jetzt zum Beispiel rechte und linke Seite des Autos halten. Und dann müsste der Druck gegen den Stabi arbeiten. Ja. Tut aber jetzt nicht, jetzt ist das jedes Rad einzeln. Okay. So it drives kind of funny in the moment. It still doesn't drive bad. I think you'd be impressed with how it is, considering it's got 253,000 miles on it. How much, homie? 253,000. 253,000 miles? 253,000 Meilen. Es ist immer wieder geil. So, how much work is in the computer itself? Yeah, I mean... Because not so many companies offer something like this. Yeah, between the display and the manifold, you have, you know, around 1 million lines of code. So it's a significant project that we had to develop. How many codes? A lot of hours. Between the
display, the manifold, the apps that we have, total it's around a million lines of software. So there's some money in there too. a lot of design development. Also das glaube ich, weil du siehst in der Industrie bei Luftfahrwerken wenig von dieser Technik oder so hochwertigen Technik wie bei dem Ding. Und er sagt, es sind ungefähr 1 Million Schreibcodes zwischen dem Nichtshaben und dem komplett entwickelten Bauteil. Das kann ich schon vorstellen, dass es auch sehr, sehr viel Geld verschlungen hat, auf jeden Fall. Aber ich merke auch immer wieder, wenn ich jetzt von Freunden so ein Auto fahre und ich sehe das System, dass ich mich beruhigt fühle. Mhm. If you do a double click on the airlift, you have driving height, right? Yep. Okay. Fertig. Das ist ziemlich geil, oder? Mega. Ja, ich würde sagen, in Zukunft wollen wir auch mal ein paar mehr Projekte machen zu dem Thema, um rauszufinden, was so geht. Es ist immer ein bisschen schwierig, mit den Amerikanern so zu kommunizieren, weil die halt nicht genau wissen, in welche Richtung wir immer so wollen von der Kommunikation. Und die sind meistens immer sehr nervös. Aber ist ja nicht schlimm. Can we go on a little drive? Yeah? Wir fahren mal eine Runde. Let's go. Also E36, 325i mit dem serienmäßigen Differential, keine Stabis verbaut und einem Airride. Jetzt bin ich echt gespannt, was hier los ist. Auto hat 250.000 Meilen. 254.000 Meilen. Auto hat 50.000 Meilen Rennstrecke auf dem Buckel. Also kann man davon ausgehen, dass dieser E36 auf jeden Fall schon mal was gesehen hat. Würde ich mal so sagen. Und ich finde es einen geilen Test, weil das ist ja genau da, wo die Jungs sagen, ah, du brauchst ein richtiges Rennfahrwerk und sowas. Werden wir jetzt rausfinden. Kein Stabi, das merkt man direkt. Aber ich merke wirklich auch in mir, mein Herz in mir drin, ich sage das ganz oft, solche Autos, auch der Zustand von dem Auto, ich bin so ein richtiger Hillbilly-Assi. Das ist genau meine Welt. Ein richtiger Bock. Also für die See oder für irgendwo zum Spielen brauchen wir sowas auf jeden Fall. Safe. Safe, ne? Oh, ich hab den Schalter auf hier. Upsi. Wie der geht, ne? Was ist das? 325. Also jetzt so, wenn ich jetzt so heize, merke ich schon mal gar nichts. Ich merke halt einfach nur, dass diese Luftfahrwerke oftmals ruhiger sind. Mhm. Also das Auto fährt ruhiger und gleichmäßiger als eine Stahlfeder. Oh, wie geil das Auto ist! Ich glaube, in Zukunft wird es immer mehr kommen, dass Menschen, diese Rohheit an Autos feiern werden. Mhm. Weil diese modernen Autos, die Autoindustrie verkackt es so oft, weil sie Autos immer blinder bauen und sich einbilden, dass die Leute das wollen. Es gibt auch viele, die das wollen, aber das ist ja viel geiler. Ja. Ich meine, ihr müsst jetzt kein Auto rausbringen mit solchen Türpappen und einfach 3,5 Kilo Dreck hier drin. Ist das geil. Ist das geil. Schauen wir mal hier um die Kurve. Krass. Aber das ist krass. Wie der so rollt, ne? Ja. Also wie der so fährt. Weil hier ist keine Radausschale drin. Hier ist alles komplett tutti blank. Keine Dämmung, kein gar nichts. Hör mal. Man braucht nicht viel Geld. Das, was wir auf dem Channel zeigen, wir versuchen halt immer eine Mischung zu machen. Aber um wirklich automobil glücklich zu sein, brauchst du ja nicht viel Geld. Aber in Deutschland wirst du ja hier kein TÜV bekommen. Du kannst aber was Ähnliches bauen, was TÜV zulässig ist. Ja, stimmt. Aber man braucht nicht viel Geld, um diesen Spaß zu haben. Ich lasse mich ja selbst oft täuschen, dass man sich einbildet, man braucht dies, man braucht das. Das Auto hat ein paar PS, also es ist ein 325i und ich merke, wie ich am Geiern bin. Okay, Sperre Nerde. Ne? Ich merke ja, dass das ist ja ultra geil. Boah, ich glaube, ich brauche auch sowas. Ja, ne? Ja. Also E36 Love ist gerade riesengroß in mir. Ja. Das ist 54.000 Meilen. Brutal. Und was ich schon wieder vergesse, wir haben ein Luftfahrwerk.
Das habe ich jetzt, ich habe das schon jetzt voll außer, ich habe es voll vergessen. Das heißt, du hast hier so eine Bumsbüchse, bist am Rumheizen, hast deinen Spaß, kommst irgendwo an und legst den Eimer hin. Ich muss sagen, hier merkt man es jetzt echt gar nicht. Nein! Null! Wirklich null. Yes. Hätte ich nicht gerade gesehen, dass er den Eimer auf den Boden legt, hätte ich nicht geglaubt. Schön, oder bilde ich mir das gerade ein? Nee, der läuft wirklich gut, ey. Die Laufleistung, Wahnsinn. Mega geil. Wir müssen sowas in Zukunft noch öfter machen. Ich sage das immer wieder, und ich muss ja auch wirklich auf vielen technischen mal darauf achten, dass alles unter einem unter Dach und Fach ist. Aber für kleines Geld ultra fun. Echt der Funhaver. Also echt, echt geil. I forgot how nice and good E36 are. This is, I'm made for this shit. I have an E36, but we built it to a V8. Yeah, from the E39. But this is even cooler. All right, awesome. I mean, the struts, you feel it, but still. Pass auf, jetzt kommt der Punkt. Wir haben Spaß, ne? Überrollbügel, Auto fährt wirklich mega geil, dann machst du einfach so. Ich will das bewerben. Ich will es bewerben, weil es echt fett ist, Alter. Scheiße, ne. Und man bildet sich immer so extrem ein, hey, wenn du Performance willst und so. Also momentan bin ich echt am Grübeln, ob man nicht auch echt Spaß haben kann mit einem Luftfahrwerk auf der Rennstrecke. Bin echt am Grübeln, das kann eigentlich nicht sein. Weißt du, weil dann zerreißen nicht die Leute wieder Luftfahrwerk, Jean-Pierre. Ich hab gedacht, du wärst ein echter Racer. Ach, Digga, chill mal, Alter. Na komm, wir gucken weiter. Krass. So then this is our expansion. Boah. Geil. We're moving into this in July. Oh, we're on a skyboat. This looks very, 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 very cool. Thank you. Some nice stuff over there. Yeah, those are all for you. All for me. Yeah. It's all for me. So, ich würde sagen, wir haben einen guten Eindruck bekommen über die Produktion von Airlift, was hier so passiert, wie das Ganze aufgebaut ist. Und im nächsten Video gucken wir uns das da hinten an. Ein R32, ein R8, ein C63, glaube ich, ein A4 Allroad, Golf 7 GTI, R32, alles ist am Start. So, bis morgen.